Hi, Tom Eder hier vom Golden Future Blog. Persönliche Effektivität und konservativer Vermögensaufbau für Privatanleger. Heute geht es darum, welche Jobs mittelfristig obsolet werden. Bis ins frühe 19. Jahrhundert war der Großteil der Bevölkerung hier in Europa Bauern. Die Feldarbeit war damals unglaublich mühsam und erforderte die Arbeitskraft vieler Menschen. Im Zuge der Agrarrevolution gelang es durch geschickte Abwandlungen der mittelalterlichen Dreifelderwirtschaft, die Erträge von Futtermittel für Tiere und Nutzpflanzen symbiotisch zu steigern. Und bald wurde nur noch ein Bruchteil der Landarbeiter für die gleichen Erträge benötigt. Die Feldarbeiter und viele Kleinbauern verloren ihre Arbeit und mussten sich in den wachsenden Städten nach neuen Beschäftigungen umsehen. Ein ähnliches Schicksal traf bald darauf die Zunft der Weber. Durch neue Webstühle und Manufakturen, in denen in 14-Stunden-Schichten gearbeitet wurde, konnten die kleinen Betriebe dem Preisdruck nicht mehr standhalten und standen auch bald auf der Straße. Zwar gab es in England 1811 gewaltsame Aufstände der Weber gegen diese technischen Neuerungen, doch geholfen hat es ihnen nichts. Weitere Berufsgruppen, die bald aufgrund technischer Neuerungen ihre Arbeit verloren, waren die Weckdienste, die morgens gegen Bezahlung an die Fenster klopften, verdrängt durch mechanische Wecker, Milchmänner, die frische Milch lieferten, obsolet durch länger haltbare HE-Milch und fahrende Messer- und Scherenschleifer, Preisdruck durch industrielle Klingenfertigungen. Später fiel ein Großteil der Druckerindustrie durch die Erfindung des digitalen Druckers weg. Und wenn Sie sich ansehen, wie viele technische Geräte ein heutiges Smartphone ersetzen kann, ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis diese Geräte aus den Läden und Fabriken verschwinden werden. Damit wären wir auch schon in der Gegenwart angekommen. Viele einst große Industrien wie Zeitungen und andere Printmedien oder große Kaufhäuser liegen finanziell im Sterben oder müssen sich radikal verändern, um den Entwicklungen der heutigen Zeit Schritt zu halten. Daher möchte ich heute eine kleine Übersicht an Berufsgruppen präsentieren, die in den nächsten 20 Jahren das Schicksal der Weber und Milchmänner treffen könnte. Im heutigen Bergbau werden schon lange keine Mineure mehr mit Spitzhacken und Kanarienvögeln in die Minen geschickt. Inzwischen wird mehr und mehr Personal durch ferngesteuerte Maschinen oder sogar Bohrroboter ersetzt. Vor allem die Kohleindustrie wird in Europa durch Klimaschützer aus gutem Grund mehr und mehr in die Obsoleszenz gedrängt. Früher bemühte sich jeder, der sich als Chef fühlen wollte, um eine eigene Sekretärin. Durch einen gewissen Wandel in der Unternehmenskultur und den Wegfall der Schreibmaschine ging man dazu über, nur noch etwa eine Teamassistentin pro 20 Mitarbeiter zu beschäftigen, wodurch jetzt schon viele Sekretärinnen sich andere Beschäftigungen suchen mussten. Dieser Trend wird sich in Zukunft wahrscheinlich weiter fortsetzen. Gerade jetzt in der Corona-Krise zeigt sich noch deutlicher als früher, in welch schlechter Verfassung die großen Kaufhäuser in unseren Innenstädten durch Konkurrenz zu Amazon und anderen Online-Händlern sind. Mich würde es sehr wundern, wenn sich die Kaufhäuser in den nächsten 20 Jahren weiterhin die Mieten in den Innenstädten leisten könnten. Und somit müssen die Verkäufer dort auch bald um ihre Jobs bangen. Estland ist in Sachen Digitalisierung von Ämtern weltweit einer der Vorreiter. Hier müssen Sie nur noch für Immobilienkäufe, Hochzeiten und Scheidungen persönlichen Ämtern vorstellig werden. Alles andere, also Führerschein, Personalausweis, Adressänderungen, Religionsaustritt, Arbeitslosenanmeldung und so weiter, können Sie zu Hause digital auf Ihrer Couch erledigen. Stellen für Sachbearbeiter in Ämtern, Banken und Versicherungen werden vermutlich durch die automatischen Prüfprozesse mehr und mehr abgebaut werden. Die Kosten für automatische Fertigungen sinken seit Jahren, inflationsbereinigt immer weiter, wohingegen die Personalkosten durch Mechanismen wie Mindestlöhne für Industriearbeiter steigen. Zunächst ging der Trend in der Industrie dahin, dass man Fabriken in Niedriglohnländern wie China oder Bangladesch aufbauen ließ. Inzwischen kehrt sich der Trend eher wieder um, dass man neue Fabriken in Industrieländern bauen lässt, diese aber durch bessere Automationstechniken inzwischen mit einem Bruchteil der bisherigen Anzahl an Arbeitnehmern auskommen können. Die Zukunftsvision der Industrie 4.0 ist eine stockdunkle Fabrikhalle voller Maschinen, die praktisch ohne menschliches Eingreifen rund um die Uhr Waren produzieren. Auch in der Chemie- und Kunststoffherstellung geht man mehr und mehr dazu über,
statt teuren promovierten Chemikern einfach Dosierroboter und andere vollautomatische Maschinen zu verwenden. Auch im Einzelhandel werden bald viele Kassierer der Digitalisierung zum Opfer fallen. In China gibt es bereits heute Supermärkte, die rund um die Uhr geöffnet sind und kein dauerhaft anwesendes Personal mehr benötigen. In diesen digitalen Märkten verschafft man sich selbst mit einer personalisierten Zugangskarte Zutritt, scannt mit einer Handy-App die QR-Codes auf den Waren, die man mitnimmt, und die Bezahlung wird automatisch beim Verlassen des Marktes vom Kundenkonto abgebucht. Sobald das vollautonome Fahren von Fahrzeugen ausgereift ist, werden Taxifahrer, Lkw-Führer, Zug-, Bus- und U-Bahn-Führer gut beraten sein, auch eine zweite Ausbildung in der Tasche zu haben. Dies mag noch ein paar Jahre dauern, aber in dieser Branche reden wir von ein paar Millionen Arbeitsplätzen, die dann in wenigen Jahren abgebaut werden können. Noch ein paar Jahre später werden fliegende und fahrende Lieferdrohnen unsere Paketboten, Pizzaboten oder Postboten ersetzen. In Japan kann man schon heute die Zukunft der Landwirtschaft erleben. Hier gibt es im Zentrum von Tokio bereits vollautomatische Pflanzenfabriken, die in künstlich beleuchteten und durch einen Dampfnebel bewässerten Hochregallagern Erträge von absolut sterilem Biogemüse liefern, die unter anderen Bedingungen völlig unmöglich sind. Bald wird es auch möglich sein, tonnenweise täuschend echt anmutendes In-vitro-Fleisch industriell zu produzieren, ohne hierfür Tiere züchten zu müssen. Im Geschäftsfeld meines Hauptberufes, der Baubranche, frage ich mich wieder und wieder, warum wir jedes Gebäude stets immer wieder von Grund auf neu planen lassen. Planungsbüros und Architekten bekommen hierfür Honorare von Hunderttausenden von Euro und die Ergebnisse werden von Jahr zu Jahr schlechter. In meiner ganzen bisherigen Karriere habe ich noch nicht eine Planung gesehen, die so funktioniert hat, dass die Baustelle pünktlich fertig wurde und das Budget auch nur annähernd gehalten wurde. Wie sehen Bauprozesse in Computerspielen wie Command & Conquer oder StarCraft aus? Wird hier jedes Mal, wenn Sie eine Kaserne bauen wollen, ein komplett neues Gebäude entworfen? Müssen hier für den Bau erst 25 verschiedene Handwerksfirmen beauftragt und koordiniert werden? Nein, es werden vorgefertigte Bausteine verwendet, da dies Zeit und Aufwand spart. In Asien geht der Trend schon heute dahin, dass Gebäudeteile industriell vorgefertigt und innerhalb weniger Tage zu fertigen Gebäuden zusammengebaut werden. Ein Beispiel für den Bau eines 30-stöckigen Hotels innerhalb von 15 Tagen können Sie sich auf YouTube ansehen. Den Link finden Sie im Text auf meinem Blog. Jede dieser Branchen hat nach wie vor ihre Daseinsberechtigung. Aber es wird in jeder davon die Menschen geben, die diese Trends antizipieren und davon profitieren, und jene, die versuchen, sich diesen Trends zu widersetzen und dann schlussendlich von ihnen überrollt werden. Durch Technologien wie das Internet ist der Konkurrenzkampf um einiges schärfer geworden als in früheren Generationen. Und der Unterschied zwischen Marktführern und Zweitplatzierten lässt sich einfach nur wie folgt beschreiben: The winner takes it all. Informieren Sie sich daher beständig über neue Trends und Technologien und hören Sie niemals auf zu lernen. Bleiben Sie in jeder Branche stets am Puls der Zeit und auch Sie können zu den Gewinnern der Zukunft gehören. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf YouTube unten rechts auf den roten Abonnieren-Button oder abonnieren Sie den Golden Future Blog auf Facebook. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.